auf meinem Boot. Oh cool, die beiden sind auch wieder gesund, das ist auch gut. Oh, ich sollte aber Medizin kaufen. So, Navigator auf seinem Platz, Kanonier auf seinem Platz. Dann holen wir uns jetzt mal unseren Bootsmann. Also ja, es gibt keinen Chirurgen, der nur Chirurg ist. Deswegen ist es egal, wen ich als Chirurgen nehme. Hauptsache, er ist Chirurg. Und er soll als Chirurg auch leveln. Den Kanonier kriege ich, wie gesagt, auf Motare Ikuse. Jetzt brauche ich noch den Bootsmann. Aber wenn wir schon so hier sind. Ah. 130 medizinische Vorräte. Danke. Sagen wir einen Reparaturvorrat und 23 Kanonenkugeln. Ne, machen wir 13 draus. So, dass wir gerade Vorräte haben. Und damit geht's zurück nach Nekataka. Im Augenblick haben wir sonst nichts in Stauholz zu erledigen. Ja, und man merkt, ich sollte eigentlich eher auf Essen als auf Trinken setzen und neutrales Trinken nehmen. Ich habe nur leider kein neutrales Trinken, gerade was ich entbehren könnte. Und ich find das mit den Seemannsliedern immer so toll. Oh ja, Maya ist zurückgekehrt. Das ist auch gut. Was ist mit dir? Hast du zufällig was zum Handeln? Entern, begib dich in ein Seegefecht, einschüchtern, verhandeln. Ja. Was hast du denn so Schönes? Matrosenbräu. Naja, aber ich nehme dein Salz mal gerne. Sonst hast du nichts. Zweimal Ersatzungsmitglieder streiten an Deck. Okay, was ist diesmal? Ein Streit auf Deck reißt sich aus dem sanften Schaukeln des Schiffes und dem sanften blauen Wein des Horizonts. Die Hälfte der Fische trieb auf den Rücken, schreit Imaini. Besser, wir schmeißen den ganzen Fang weg, als dass sich die ganze Besatzung den Magen verdirbt. Die sahen nur noch ziemlich lebendig aus, als wir sie reingezogen haben. Wir gegen den Rundtortel-Regiere mit wilden Gesten in Richtung des Fischhaufens an Deck. Fische sterben halt, wenn sie aus dem Wasser gezogen werden. Das haben die so an sich. Was meinst du, Fenrir? Fenrir schnuppert am Fisch durch die Nase zum Fass und gibt dir mit dem Kopf einen warnenden Stupser. Ihr meint, ihr seufzt. Fenrir hat anscheinend mehr zwischen den Ohren als so manche unserer Seemänner hier. Die Fische auf Krankheitssymptome untersuchen. Erfolg. Oh, ich habe immer noch eine Wunde. Ja, eine Gehirnerschütterung. Mehrere Fische weisen verfärbte Schuppen und aufgeblähte Bäuche auf. Ausgeprägte Zeichen einer Krankheit. Es ist möglich, dass der faule Fisch die Besatzung krank machen könnte. Siehst du, fragte ihm meine Umtrollregierung mit wenig erfreuter Miene, willst du, dass wir alle Montezumas Rache bekommen? Die Fische kommen zurück ins Meer. Ich setze die Gesundheit der Mannschaft aufs Spiel. Das ist die weiseste Entscheidung, Captain, nickt Imaini glücklich. Die beiden Besatzungsmitglieder kippen das Wasser über Bord und die Fische zurück in die See. Ja, lieber kein Moraleinbuße und keine Krankheit. So. Ankerplatz der Königin.
Und hier sollten wir in der Nähe der Valianischen Handelsgesellschaft. Was ist hier drin? Ja, da hat der Drache ein bisschen gewütet, den ich freigelassen habe. Genau hier, der hier, oder? Nee. Ach, die zwei hier, oder? Der junge Uraner runzelt verwirrt die Stirn. Er begegnet deinem Anja mit einem freundlichen Lächeln, das allerdings schnell schwindet. Please, I must ask a favor. Bitte, ich muss um einen Gefallen bitten. Er vermeidet den Augenkontakt und behält den Kopf nach unten gerichtet. Was sagst du? Hattest du schon Geschäfte mit der Valianischen Handelsgesellschaft? Wo liegt denn das Problem? Zumindest noch nicht. Warum? Ich habe schon mal mit ihren Geschäfte getätigt, wenn du das meinst. Ich kann dir nicht helfen, Freund. Tut mir leid. Wo liegt denn das Problem? Ich gehöre zu den Duape. Wir haben einen Vertrag mit der Gesellschaft unterzeichnet. Teveno blickt stirnrunzelnd und bedrückt auf das Hauptquartier. Wir verstanden zu der Zeit die Bedingungen nicht. Ich möchte, was sagen, renegotiate. But the clerks turn me away. Ich möchte gerne, wie sagt man, neu verhandeln, aber die Beamten weisen mich ab. Wenn du rausgeschmissen wurdest, dann hatte das wahrscheinlich einen guten Grund. Erzähl mir mehr über diesen Vertrag. My father, the Ranga, took payment from the company. In exchange, they dig for Audra. Mein Vater, der Ranga, hat von der Gesellschaft eine Bezahlung angenommen. Als Gegenleistung graben sie nach Audra. Er spricht mit mir selbst daran, als ob er die Worte schon mehrmals geübt hätte. He did not understand the Valian way. When he dies, the Outlanders will claim our island for themselves. Er verstand nicht die Wege der Valianer. Wenn er stirbt, werden die Fremden unsere Insel für sich beanspruchen. Father has fallen ill, and the clerk, Luca, stands by the agreement as surely as if it was stamped in his skin. Vater ist erkrankt und der Beamte Luca steht zum Abkommen, als ob es auf seine Haut gestempelt wäre. Also was ist dein Plan? Ich schätze, der Gesellschaft gefiel es nicht, als jemand ihr unfaires Abkommen in Frage stellte. Das ist ein kühner Vorschlag, wenn ich jemals einen gehört habe. Dein Vater ist ein schlechter Verhandlungsführer, nicht mein Problem. Was ist dein Plan? Ich habe bei Luca Einsprüche eingereicht, aber meine Worte sind wie Steine, die im tiefsten Brunnen fallen gelassen werden. Wenn ich vom Büro der Gesellschaft ausgesperrt bin, kann ich nichts für mein Volk tun. Taveno nestelt Sorgen erfüllt an einer Quaste seines Gewandes. Ich treffe mich für diesen Luca. Vielleicht kommen wir auf etwas angemessenere Bedingungen. Ich bin selbstgesetzlicher Beamter. Wenn ich dich repräsentieren will, brauche ich Bezahlung im Voraus. Nein. Warum haben sie dich aus ihrem Büro rausgeschmissen? Ich werde die Sache untersuchen, aber ich mache keine Versprechen. Viel Glück dabei. Mit mir hat das nichts zu tun. Nehmen wir mal die drei. Ich zeigte Luca einen neuen Vertrag, ja? Fairer, mehr agreeable terms. Ich zeigte Luca einen neuen Vertrag. Ja, gerechtere, bessere, annehmbare Bedingungen. Luca called me a criminal and summoned his guards. Luca nannte mich einen Verbrecher und rief seine Wachen. Taveno lässt seine Arme herunterhängen. Was meinst du mit deinem neuen Vertrag? A man in the gullet offered to assist me. He carried papers, ink and wax. Ein Mann im Schlund hat angeboten, mir zu helfen. Er trägt Papiere, Tinte und Wachs. He helped to write a new contract in the Valian way and to fix the correct seals. Er half, einen neuen Vertrag nach der Methode der Valianer zu erstellen und die richtigen Siegel anzubringen. Also eine Fälschung. Luca, I say he did not like this. He took my contract and forced me into the streets. Luca, ich sage, das gefiel ihm nicht. Er nahm meinen Vertrag und zwang mich auf die Straße. Taveno deutet auf die Stelle, wo er steht. Wahrheit sagen, ich bin mir sicher, dass man dir eine Fälschung gab. I do not know this word. I would fix, but Luca will not give me the chance. Ich kenne dieses Wort nicht. Ich würde es richtig stellen, aber Luca wird mir keine Chance geben. Negotiating with outsiders has not gone my way. Das Verhandeln mit Fremden ist mir nicht zum Besten ausgegangen. Er kratzt sich stirnrunzelnd am Hinterkopf.
Ja, ich werde die Sache untersuchen, aber ich mache keine Versprechen. Akira, my thanks. I will remain here by day until justice is done. Akira hat meinen Dank. Ich werde hier bleiben, bis Gerechtigkeit erfüllt ist. Seine schlimmsten Befürchtungen werden rasch von einem breiten Lächeln ersetzt. Okay. Mich kann er nicht rausschmeißen, denn ich bin mit ihrem Gouverneur ein bisschen befreundet. Gott sei Dank noch. Okay, wo ist es? Lukas Büro hier. Und ja, mein Ziel ist dieser Luca. Der ist nämlich... Hallo? Oh, es ist abends geschlossen. Der pennt also schon. Dann warten wir einfach mal 8 Stunden. Ja, und da ist Luca. These rooms stifles already. Must you crowd it further? Dieses Zimmer ist ohnehin schon voll genug. Muss das wirklich unnötig weiterfüllen? Ich habe mit Taveno draußen gesprochen. Ihr beansprucht das Land seines Stammes? A lawful claim, I might add. No matter what the native says to the contrary. Ack, ein rechtlich einwandfreier Anspruch möchte ich hinzufügen, unabhängig davon, was der Eingeborene sagt. He showed up with a forged contract, as if I wouldn't know the difference between our paperwork and theirs. Er ist hier mit einem gefälschten Vertrag aufgetaucht, als ob ich den Unterschied zwischen unseren Dokumenten und ihren nicht erkennen würde. Abschließend kehrst du kulürte in Richtung der Tür. Tawenu is lucky. I only seized the forgery. The Galid is too good for his kind. Taverno soll sich glücklich schätzen, dass ich die Fälschung nur an mich genommen habe. Der Schund ist noch zu gut für diese Leute. Okay, was haben wir hier? Taveno möchte den Vertrag des Stammes der Duape mit der Valianischen Handelsgesellschaft neu verhandeln. Durch die Abmachung wird das Eigentumsrecht an ihren Ländern nach dem Tod ihres kleinen Neuplings an die Valianer übertragen. Taveno hat so seine Probleme mit der Bürokratie der Valianischen Handelsgesellschaft. Nachdem er aus seinem Büro geworfen wurde, bat er mich, für ihn einzugreifen. Ich könnte zunächst mit Luca im Büro der Handelsgesellschaft sprechen. Luca besteht darauf, dass der Vertrag mit dem Stamm der Duape vollkommen rechtens ist. Ich muss einen Weg finden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Offenbar trinkt Luca gerne mal über den Durst. Ich frage mich, ob das zu meinem Vorteil nutzen kann. Offensichtlich hat Taveno Luca einen gefälschten Vertrag vorgelegt. This room stifles already. Must you crowd it further? Ja, nehmen wir mal das. Your villager friend would do well not to stand between the company and our prize. Dein Freund aus dem Dorf täte gut daran, sich der Gesellschaft nicht in den Weg zu stellen. The company is allowed to solve problems as we see fit. And right now, Taveno is a problem. Die Gesellschaft ist befugt, Probleme auf jede erdenkliche Weise zu lösen. Taveno ist momentan ein Problem. Besides, lying is second nature to the Ranga heir and his ignorant Kliente. Außerdem liegt das Lügen der Erben des Ranga und seiner ignoranten Kliente im Blut. Ja. Ich sorge dafür, dass Taveno Vernunft annimmt. Welchen Zweck dient so einem Vertrag? We take on the burden of caring for the tribe in exchange for luminous Adra rights. Es ist ganz einfach. Wir nehmen die Last auf uns, um uns um das Wohlergehen des Stammes zu kümmern, und im Gegenzug erhalten wir die Rechte auf am leuchtenden Adra. Taveno is myopic if he thinks his tribe can thrive under Aranga in this climate. Taveno ist zu kurzsichtig, wenn er wirklich denkt, dass sein Stamm in diesem Klima unter einem Ranga gedeihen könnte.